Okay. Du weißt nicht, wie die Runde heißt hier, oder? Also Hindenberger Heidrunde, oder? Wie nennt sich ja dieser Tunnel hier? So. Grüner Tunnel. Also, wir starten hier, wir haben jetzt hier eine neue Komoot-Tour. Und da starten wir ganz in der Nähe von Grüner Tunnel bei Gevelsberg und machen so eine Bergrunde. Man bleibt immer ziemlich oben auf dem Berg und Richtung Hindenberger Heide ist dann Ennepetal-Förde. Also eine richtig schöne Runde, die kann man eigentlich auch mit guten Trekkingrädern kann man die auch fahren. Aber wir weisen die jetzt als reine Mountainbike-Runde auf. So. Ach, mein Motor war gar nicht an. Kein Wunder, dass man da irgendwie nicht gut starten kann. Durch. Da würde ich jetzt so gerne mal durchfahren, aber komm ich nicht. Ja, geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Ist auch durchgekommen. Heikle Sache, oder? So, ganz vergessen. Ja, hier ist ein bisschen windig hier oben. Nicht wundern. Nicht hier hoch über Gevelsberg. Nee. Hundertprozentig gerade ist immer noch nicht.
Weil da kann man mit leben. Hallo. Wir müssen mal gucken, wie wir sanft hochkommen. Der Weg führt ja, geht ja hoch. Sanft hier, sanft hoch, weil ich habe für steile Berge, ich habe den Motor nicht genug Kraft drauf. Auf dem hier. Wir sind heute mit zwei Direktläufermotoren unterwegs. Also ich war jetzt hier ein Direktläufer und der Kollege fährt auch ein Direktläufer. Allerdings ist einer stärker. Das ist meiner leiser. Also nicht wundern, der macht, der ist quasi, ja, jetzt können wir mal gucken, da hoch, das ist nicht so. Das Fahrrad macht das nicht. Aber wir können hier unten, geht auch ein Weg darüber. So, es geht ein Weg da unten auch her. Und runter und dann möchte rechts. Geht auch ein Weg. Das führt auch auf den Ober, müssen wir nicht jetzt da rauf. So, machen wir das so. Ein paar Spur. Hier, wo sind wir? Warte mal. Ach, den sind wir mal gefahren, weißt du noch? Auch mal gefahren. Dann machen wir, dann gehst du wieder eine andere Runde. Ein schönes Auto da unten. Nach der Kurve nächste rechts, wa? Nach der Kurve nächste rechts. Links.
Jetzt sind wir hier am Erm. Gebelsberg-Erm. Tollen Blick hier. Kann man Verpissung. Dom oder Fernsehturm schauen. Also nochmal auf die Motoren zu kommen. Das sind zwei Direktläufer, das heißt, die Classics, die besitzen kein Getriebe. Die arbeiten nur mit Magnetfeld. Und diese Motoren sind Gegner von Bergen. Die weigern sich, regelrecht Berge zu fahren. Geradeaus. Und das Problem ist noch nicht wirklich zu 100% gelöst. Selbst die Besten auf dem Markt, ich will jetzt keinen Namen nennen, gibt aber einen speziellen, der sich so als Bester schimpft. Den Motor habe ich übrigens zu Hause auch. Der hat auch Probleme an den Bergen. Aber der hat genug Kraft. Aber wie gesagt, zählt zu den Ausnahmen. Dafür hat er aber thermische Probleme. Das heißt, Kraft hat er, wird aber zu heiß. Und dieser Motor hier, den ich meiner ausgemacht habe, dieser Motor hier, der ist wirklich ein ganz geiler Motor. Quasi geräuschlos. Ich weiß gar nicht, die Lautstärkendezibel könnte man gar nicht messen. So leise ist er. Und aber am Berg, der wird auch nicht so heiß. Aber der hat vielleicht 30 Newtonmeter. Zwischen 30 und 35 Newtonmeter Kraft. Und man braucht, um gut fast jeden Berg hochzukommen, braucht man Minimum 45 Newtonmeter. Die muss man haben, um, sag ich mal, ausreichend bis zur Befriedigung einen Berg hochzukommen. 45 Newtonmeter, die braucht man. Bei guter Abstimmung. Hallo. Bei guter Softwareabstimmung. Ich kann mir bekannt vor. Aber ist das nicht. Also, hast du, geh mal ein bisschen nach links, Dieter. So, geh mal nach links. Okay, hör mal. Hast du das Video gestern gesehen von Gebelsberg? 29 Sekunden, aber hast du gesehen, 29 Sekunden, wie viel man damit reinpacken kann und wie das auch schon ausreichend ist, um sich ein kleines Bild zu verschaffen. Was los oder wenn irgendwie schon mitzureden, wenn so irgendwo auf Facebook irgendwie wieder falsche Scheiße erzählt. So. Ja, war richtig gut. Ich bin alleine, dann hat im Auto gewartet. Oh. Diese Kohle ist. Wenn er dann nicht aufpasst, dann kommt euch die Kette ab. So, wenn ihr jetzt da in dem Moment jetzt schaltet, ist die Kette weg. Ja, weil die nämlich bei dem Sprung schwingt die Kette nach rechts und links. Das heißt auch danach, nach dem. So, was? So, ist alles okay? Wieder? Ist alles okay? Alles okay? Alles okay. Ja, also. Fahr mal fort. Nach dem Sprung schwingt die Kette nach rechts und links. Und die schwingt ja noch nach. Das heißt, die schwingt ja nicht einmal, die schwingt mal zwei, dreimal. Aber zwei, dreimal sind wieder auch drei, vier Meter vorwärts. Und über diese Schwingung nach rechts und links verliert dann die Kette ihre Ideallinie. Und dann ist die Kette mal schnell ab. Ist mir schon passiert.
schon ja einige Male vielleicht passiert. Dann fällt mir wieder ein, dann richte ich mich danach. Also grundsätzlich solche Schlaglöcher nicht durchdonnern. Oder ihr dürft in dem Moment nicht schalten. Warte mal eben. Tina, warte mal eben. Warte mal. Ich hatte gerade was gehört. Hallo. Hallo. Ach hier. Der ruft seinen Hund. Dann kann ich Hilfe schreien. Weil das erzähl ich euch noch eine Geschichte. Weißt du, dass man hier nicht darüber lachen soll jetzt gerade. Der Kollege war auch dabei. Erzähl ich euch gleich. Ich hatte gerade so Schrei gehört. Hallo, hallo. Aber der hat seinen Hund gerufen. Hast du auch gehört? Ja, war aber kein Hilfeschrei. Auf jeden Fall sind wir mal so mit 15, 20 Mountainbikern hier auch in der Gegend hier rumgefahren. Und da saß da auf einmal so ein Ehepaar, also Pilzesammler waren das, die haben bald Pilze gesammelt. Also da hocken die so am Rand und nachdem da so 10, 12 Leute da vorbeigefahren sind, dann sagt sie in einer, aber irgendwas hat mit denen auch nicht gestimmt. Und dann wieder einer sagt, komm, lass uns zurückfahren, fragen. Wir zurück, fragen, alles okay? Ja, wir vertrauen auf Gott. Gott wird uns beistehen und wird uns weiterhelfen. Die Frau, mein Mann hat sich ein Bein gebrochen beim Pilzesammeln. Dann haben wir, ich erzähle gerade die Geschichte von den Pilzesammler, weißt du noch? Die Pilzesammler, die wir doch mit dem gebrochenen Bein gefunden haben. Ja. Und die Krankenhaus gefahren haben. Ja, fahr mal vor. Auf jeden Fall, ach, das waren die gerade rumgespielt. Ja, Hauptlieder. Haben die uns einen Autoschlüssel gegeben hier. Wir mit dem Fahrrad zum Parkplatz. Die Fahrräder eingepackt. Wir hatten zufällig so einen Transit. Haben wir dann die Fahrräder eingepackt. Also zwei Stück. Und haben die Leute dann eingepackt in ihren eigenen Transit. Haben die dann nach Haspe zum Mops-Krankenhaus gefahren. Da abgeliefert. Unsere Adressdaten gegeben, ja. Ja, die Hirsche jetzt, ja. Ja, ich kann ja mal draufhalten. Sieht toll aus. Ich halte mal drauf, vielleicht haben wir Glück und dann kommt drauf, aber die Bäume sind hier im Weg. Müsste gehen. Und haben wir die da abgegeben, beide. Fahrräder wieder ausgepackt. Haben dann mit den anderen Mountainbiker ausgemacht, wo die nächste Pause machen sollen und auf uns warten. Und dann haben wir wieder zurückgefahren, haben wir die anderen aufgeholt und dann ging die Fahrt dann weiter. Das war schon interessant. Ja, fahr weiter. Oh ja, das Stück schaffe ich noch. Ja, wer nicht so lang ist, geht es aber ja nur noch. Kackt dann immer weiter ab. Dieser hier. Dein Motor? Hörst du meinen Motor? Nee, ich höre den auch nicht. Sind die Pedale ein bisschen knack? Rein oder oben? Links. Sonst wären wir doch schon so zu. Das wäre doch zu kurz.
Ja, das ist hier in die Brücke schon hier. Ja, dann hört man auch die Kette richtig. Man hört die Kette richtig schlagen, wie die aufschlägt. Kraft hast du aber da genug, wa? Ja, bei dir Kraft genug, wa? Ja, ich muss ein bisschen, das mache ich jetzt, ein bisschen spannen. So. Müsste schon reichen. Sehe ich gleich. Das ist ja eine sehr schöne Runde. Ist das gemütlich angehen? Oh. Gemütlich angehen lassen. Und immer schön an gewisse Stellen einkehren. Wir werden gleich vorbeifahren, wo ich euch zeige, wo man einkehren kann. Da werden wir mal. Und man am Auslauf der Runde, wenn man sozusagen am Ziel ist, gibt es auch eine Eisdiele. Eine gut besuchte Eisdiele in Förde. Nächstes Mal zeige ich dir nochmal eine neue Tour. Dann kommen wir hier vorne hoch, kommen wir da. Nächstes Mal. Ah, guck mal an. Wenn ich jetzt loslasse, ob das hier geht. Thank you.
Prost. Adjat. Adjat. Wasser. Müssen wir kurz über die Straße auf der andere Straßenseite, dann setzt der Weg fort. Ist auch eine doofe Stelle hier, macht man nicht so gerne, ist unheimlich viel Verkehr. Früh genug die Gänge zurechtlegen. So. Ja. Licht anmachen wieder ein Stück oder brauchen wir nicht? Ha? Ja, da oben ist der Weg. Du bringst mal alles durcheinander. Hast du wieder durcheinander gebracht? Wo? Komm. Ah, warte. Warte. Lass den eben vorbei. Aber hier ist. Wenn der nächste jetzt, dann können wir. Dann fahren wir. Da kommt zwar ein Auto, aber müssen wir jetzt durch. Ja, lass den eben noch. Und dann ziehen wir durch. So. Kommt schon mal einer. Der war jetzt okay. Der hält Abstand schon. Aber wenn man da jetzt den Zeitpunkt verpasst, dann haben wir echt die Arschkarte hier. Hat er jetzt so ein Hagener Gebiet, wo? Wer ist da unten, ist so Hagen. Jetzt sind wir schon, also
Ennepetal, Gevelsberg, Hagen. Also diese Strecke geht über drei Städte. Da muss man sich aber jetzt hier nicht bange machen. Merkt man natürlich gar nichts von. Wenn man jetzt sozusagen über Hagen ist hier, ist man auch gleichzeitig schon wieder nah am Förde. Ganz nah am Förde. Aber wir oben vom Berg aus nach Richtung Hagen, also gerade und runter schauen. Was glaubst du? Das Kottrad eigentlich, was die Beate, das war doch von uns, war das Kottrad, was die Beate mal gefahren, das orangene Kottrad, das war doch von uns. Ja. Nein, ich habe gerade überlegt, ob die wohl noch fahren fährt, wenn man mit dem, aber mit dem Fahrrad ist sie super klar gekommen. Stimmt? Wir hatten da früher mal in der Gruppe, waren eigentlich noch mehr Frauen außer dieser Art in der Gruppe. Da war noch eine war die auf jeden Fall immer herumgejammert hat. An 1, 2 Frauen. Ja, aber die Beate war auf jeden Fall, die war bärenstark, war die. Auch total nett. Die Beinbeuchrunden, haben wir die auch schon auf Komoot? Ja. Haben wir, ja? Okay. Ja. Aber nicht, da waren Tests irgendwie, haben nicht draufgeladen auf der Seite, oder? Nicht. Dann machen wir die wieder oben, wenn wir die machen. Nee, brauchen wir nicht. Nee? Ich kann die auch so drauf. Achso, die hast du schon. Ja, kannst du machen. Aber kein Video dabei, oder? Nein. Siehst du? Wenn, dann machen wir das mit Video. Oh, Störchen. Ist besser, wenn ich mal den Bild habe, als sonst langweilig. Thank you.
So, wir fahren jetzt hier Richtung Windenberger Heide. Geht das nicht. Wenn ich jetzt die Hände frei mache, man kann freundlich fahren. Hallo. Also wenn man natürlich da an so Hunde vorbei, oh, das ist im Moment, da habe ich das gerade gesehen. Oder so, sich nahe Schild drauf ist. Hör mal, Dieter, als ich heute in der Firma war, da hatte sich dieser Burkhardt, der die Liegeräder baut, der hatte sich so einen Freilauf, du weißt, welchen Freilauf ich spreche, wo? Nein. Wenn wir dann vorne da an den Rolektro, ja, mit den Liegerädern waren, kommen auch solche Freilauflager im Einsatz. Ja. Das ist selber gebaut. Hier da, wo man einkehren kann. Waterstelle, kennst du das? Da waren wir noch nie. Ich wollte eben zeigen auf dem Weg, wenn hier jemand herfährt, wo er einkehren kann. Hier vorne gibt es was ganz Tolles zum Einkehren. Da müsste man ein bisschen vom Weg ab, nur ein paar Meter. Also genau genommen gibt es zwei. Eigentlich drei. Das dritte muss ich mal gucken. Das kann ich euch wahrscheinlich nicht zeigen, weil da müssen wir ins kleine Tal runter. Da habe ich keinen Bock zu hören. Das kann ich euch ein andermal. Zeige ich euch das mal. Da machen wir dann, planen wir dann mal eine andere Tour. Hallo. Boah, das ist schon ein zweites Kind.
die kenne ich. Hier, war früher mal ein Restaurant hier. Also hier, war früher mal ein Restaurant. Scheiße, der Sattel hat sich verdreht. Das ist ein scheiß Sattel, warte mal. Scheiß Sattelklemme ist das. Deswegen, jetzt weiß ich, warum ich das so fest hatte. Jetzt weiß ich, warum ich das extra so fest gedreht habe. Wenn man dann kaum schließen kann, dann weiß ich das. Sattelklemme ist doch nichts. Hier unterhalb vom Weg, findest du den nicht, den Hof? Der ist total bekannt. Ja, Trabant, genau. Und der ist total beliebt. So, jetzt ist hier Förde. Und da, das Gebäude, das große, ich glaube, das ist die Firma Baumer, eine Türschließtechnik-Firma. Warte mal, das kann man von hier oben auch zeigen. Braucht man ganz dick, da kann man. Naja, gut, ist jetzt die. Schade. Weil die Pferde sind hier. Auf jeden Fall hier aufs Gelände ist das hier. Da ist so ein. Ist das ein Kaffee-Restaurant, weißt du das? Aber ist auf jeden Fall in der Richtung, was weißt du, zum Einkehren und leckere Sachen gibt, alles Mögliche. Da ist ja so ein Erlebnis so. Kannst weiter. Wenn ich aber ich zeige euch gleich mal die Richtung, wo das ist. Auch total. Ich war da selber noch nicht drin. Soll unheimlich gut sein. Vom Geschmack her und von der Speisekarte. Schwer mal davon. Ich bin da noch nicht zugekommen. Da mal hinzukommen. Ist auch ein bisschen vom Weg ab und vergisst man das schon mal. Ich bin nicht so auf dem Weg, wenn man irgendwo hin ist. Auch immer, ich habe noch einen besseren Weg. Da brauchen wir gar nicht über Straße. Da fahren wir dann über ein Gymnasium da, oder? Den Waldweg wieder runter. Also da vorne passiert die Rechtsanstalt geradeaus. Weißt du, wo? Weißt du, oder? Ja, so ein Zeichen. Der ist noch besser. Zur guten Quelle. Da. Zur guten Quelle. War sogar hier ein Schild. Soll sehr gut sein. Also liegt quasi auf dem Radweg, aber Ziel- und Startnähe. Ja, jetzt kann man das Dach da unten sehen. Vom Restaurant hier, das Dach. Ich glaube, das ist was. Kann sein, dass das Bild auf der Kamera ist. Dann so mal Linda vorbei, oder? Ja.
habe noch eine bessere Idee. Oh. Der hätte mich aufgespießt. Ich denke. Ich habe noch eine bessere Idee. Warte. Fährst du unten links ran, anstatt geradeaus. Links, wo? Geradeaus geht ja nicht mehr. Der ist ja. Der ist ja irgendwie links. Geradeaus ist ja nicht mehr frei, der Weg. Der ist ja zu. Der ist ja. Seit Kurill. Kurill ist der verschüttet, also mit Holz. Hier, rechts jetzt. Rechts. Naja, meist fährt immer geradeaus. Haben wir auch jetzt hier die Straße runter. Noch die Räder zeigen, wo wir die Tour mitgemacht haben, ja? Noch die Räder zeigen, wo wir mit die Tour gemacht haben. Ist leider nötig, das ist der Bescheid auch. So, schaut mal. Oh. Das ist hier der Motor, ja, Direktläufer, der hat leider zu klein Volumen, anstatt dass er jetzt genug Kraft entwickeln kann. Und ja, das ist gut, schaut mal, der hat genug Kraft. Das ist auch hier mehr Rekuperation, der könnte also auch Strom zurückgewinnen, deswegen fährt da auch ein Brit drauf, ist aber nicht angeschlossen. Und das ist jetzt ein Fully. Mit noch 26
Zoll Räder. Und hier ist 29 und hinten 27,5. So, alles klar. Erstmal Ende. Sehr gut, wa? Der ist gut, wa? Der ist gut, wa? Ja. Und da haben sie auch nachgebissen, jetzt hier der, das scheint besser zu sein hier. Die stabiler. War noch vorne von der Schwachstelle. Achso, jetzt habe ich das. Mach die auf.